Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine Rezension und einen Neuzugang für euch. Ich fange mit der Rezension an. Und zwar geht es, ich muss kurz ein bisschen rüberrutschen. Jetzt also. Und zwar geht es um dieses Buch hier, das seht ihr neben mir eingeblendet, von Bibi Stiffers Voodoo Saints Sins of Pain. Das ist der dritte Band, ich habe das jetzt als E-Book gelesen. In dem dritten Band geht es um Caden und um Billy. Caden Sala und Billy Black. Und ja, auf der Plantage hat sich mittlerweile sehr viel verändert. Billy muss jetzt die Plantage quasi führen, auch alleine führen. Und jetzt ist es aber so, das ist nicht so einfach, weil Caden immer noch in ihrem Kopf herumspukt und ja, ist nicht so einfach, dass man sich da auf die Arbeit so ein bisschen konzentrieren kann. Und jetzt ist es so, die soll jemand anderen heiraten. Das ist quasi schon vor Jahren schon beschlossen worden, versprochen worden. Und sie möchte aber denjenigen natürlich erstmal kennenlernen, erstmal gucken, ob sie überhaupt was, ob sie überhaupt funktioniert. Aber Caden geistert immer noch in ihrem Kopf rum und wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, da sich da auf, also für sie, sich den ein bisschen auszublenden. Also man merkt einfach schon, dass, finde ich, jetzt dieses Buch schon also ein bisschen anders, aber einfach, dass einfach die beiden sich schon so lange kennen. Das ist das, was mich schon fasziniert, weil vorher bei Bert und Marcelina war es ja so, dass die sich ja erst kennengelernt haben, aber bei Caden und bei Billy, die haben sich ja schon länger gekannt und man lernt auch Billy ganz gut, also sie ist ja dann auch Priesterin, die macht auch diverse Zeremonien dann auch auf der Plantage und übernimmt mehr und mehr Verantwortung. Also Pete ist natürlich immer noch der erste Priester, aber sie übernimmt immer mehr Aufgaben auch von ihm. Macht auch, wie gesagt, auch Zeremonien dann auch alleine. Und diese Spannung zwischen Caden und ihr, die ist, finde ich, ist von der ersten Seite an schon fast schon greifbar und spürbar. Also man merkt einfach, dass beide wirklich tiefe Gefühle füreinander haben, aber Billy immer wieder, nein, Moment, es geht nicht, ich darf das nicht, ich muss mich von diesem Mann fernhalten. Und er ist ja jemand, der, und er denkt, ja, ich empfinde eigentlich viel für sie, aber er sagt auch selber, ich bin doch nur, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug für sie. Und beide haben natürlich ein bisschen da, sind da ein bisschen am Struggeln, so ein bisschen, also ein bisschen am Zweifeln und denken, was funktioniert da irgendwie eh nicht, wir giften uns eh nur an und alles andere, aber man merkt schon, wie intensiv die Gefühle da zwischen den beiden da sind und wie die Funken auch sprühen, das merkt man auch am Anfang schon, finde ich, zumindest ich. Und ich finde, dass dieses Buch schon zeigt, dass diese Genre einfach, dass die Bücher einfach toll zu lesen, dass man einfach wirklich mal ein bisschen was anderes hat, also wie immer dieses normale Mafia und Dark Romance Gedöns da, finde ich jetzt, das ist jetzt hier anders. Die Bücher stechen ganz klar raus aus dem Genre und dieses Buch auf jeden Fall. Und dieses ganze Hin und Her, da habe ich mir gedacht, Freunde, kommt endlich in die Pötte und wie das bei Büchern so ist, ich meine, wenn das, wie das bei Charakteren in Büchern so ist, so wollte ich es eigentlich sagen, dass ja immer die Autoren natürlich immer das hinauszögern und noch mehr Irrungen und Wirrungen im Buch und eingebaut sind, das ist die hier auf jeden Fall der Fall, aber die Begeisterung hat mich nicht abgehalten, weiterzulesen. Es war eine tolle Geschichte, mir hat es wirklich super gut gefallen. Ich finde, dieser Band sticht sogar noch ein bisschen mehr raus, finde ich, weil es um zwei Menschen geht, die einfach schon eine ganz lange, einfach eine ganz lange Verbindung schon zueinander haben. Und ich bin also wirklich sehr gespannt auf das nächste Buch. Da wird es dann, glaube ich, um Ruhe gehen. Bin ich sehr gespannt drauf und bin da auf jeden Fall, werde auf jeden Fall die Reihe weiterlesen, was einfach so eine tolle Reihe ist. Also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, die Rezension zum ersten und zum zweiten Band, die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr da Interesse habt, dann schaut doch mal kurz rein, wenn euch die Reihe interessiert, wenn ihr da ein bisschen mehr Infos haben wollt. Also beide Videos sind hier unten verlinkt. Die Rezension zum ersten und zum
zweiten Band. Jetzt werde ich natürlich noch dieses Buch, was ich jetzt gerade vorhin, was ich gerade vorhin gesprochen habe. Also von mir gibt es ganz klar, wirklich, es ist ehrlich gemeint, 5 von 5 Sternen, was einfach alles hat, was ein gutes Buch haben muss. Ich hätte fast schon gedacht, ich würde 5,5 sogar geben, weil es noch ein Ticken besser ist als die ersten beiden. Und aber trotzdem, die ersten beiden sind trotzdem auch sehr, sehr gut geschrieben, aber das sticht noch ein bisschen raus. Deswegen gibt es da noch ein Ticken, ein halbes Sternchen mehr von mir. 5,5, weil es einfach wunderbar ist. Es passt einfach, es ist rund, es ist perfekt. Also wenn ihr da Lust habt, lest die Bücher und würde mich über eure Meinung freuen, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, beide Rezensionen zum ersten und zum zweiten Band findet ihr unten in der Infobox die Videos dazu und könnt ihr euch gerne die Videos dann anschauen. So, die Rezension, die findet ihr wie immer auf meiner Blogseite auf Facebook, Mary's Book Dreams heißt sie. Den Link dazu findet ihr hier auch unten in der Infobox. Und könnt euch die Rezension gerne durchlesen, wenn ihr das wollt. Und jetzt komme ich zu meinem Neuzugang. Seit ein paar Tagen ist das Buch ja schon draußen. Das ist jetzt der dritte Teil der Reihe. Es wird ja nicht eine Trilogie bleiben, sondern es geht weiter. Ich habe ja den ersten Band so abgefeiert und habe den so geliebt und auch wirklich toll gefunden. Der zweite Band, der war, wie gesagt, nicht so gut. Ich habe mich da war einfach keine Struktur irgendwie da, alles so verwirrend und hin und her und so. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der dritte Band das Ruder wieder ein bisschen rumreißt und mich wieder begeistern kann. Und zwar geht es um dieses Buch hier von, ich hoffe, es spiegelt jetzt, hoffe ich nicht, spiegelt jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich halte es so, halt jetzt das Buch so. Und zwar geht es um Covid von, oder Covid. Von Tracy Wolf, das ist der dritte Band der Academy-Reihe. Ja, das Schicksal hält für Grace und ihre Freunde der Academy immer neue Herausforderungen bereit. Es werden komplizierte Liebesbeziehungen und der Schulabschluss an einem Internat mit übernatürlichen Wesen nicht anstrengend genug, muss Grace sich auch mit einer Reihe anderer Probleme herumschlagen. Dass sie die erste ihrer Art seit über 1000 Jahren ist und man ihr nach dem Leben trachtet, ist dabei noch. Das Geringste nach ihrem Leben trachtet, ist dabei noch das Geringste. Grace steht vor einer Entscheidung, bei der ihre Liebe und ihre Zukunft auf dem Spiel steht. Ich hoffe wirklich, dass der besser ist. Ich finde auch wirklich diese tolle Farbschnittausgabe. Ich habe es mir einfach, wie gesagt, vorbestellt und habe es mir dann gekauft. Ich wusste jetzt nicht, dass es das in der Farbausgabe auch gibt, aber ist jetzt okay. Auf jeden Fall hoffe ich, dass er besser sein wird als der zweite. Ich hoffe es, weil wenn das wieder so hin und her geht, weiß ich nicht, ob ich die Reihe dann noch weiterlesen werde, aber ich hoffe, der reicht es wieder rum. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann schreibt mir doch einfach kurz eure Meinung rein. Bitte nicht spoilern, nur ein, zwei, drei Sätze dazu. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf jetzt den dritten Band. Ich hoffe, er wird besser als der zweite. So, das war es jetzt eigentlich schon fast von mir. Wenn euch dieses kleine und feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, würde ich mich freuen, ein paar Abonnenten dazu zu bekommen, auf jeden Fall. Den Link zu meinem Kanal findet ihr hier unten in der Infobox oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken, dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wenn es ein neues Video gibt, wisst ihr immer Bescheid, wenn es was Neues gibt von mir. So, das war es jetzt eigentlich schon von mir. Jetzt würde ich mich von euch verabschieden und sage Servus und Baba. Ciao!